Hey, meine Lieben, und willkommen zurück zu Twisted Lands Schlaflos, der zweiten Folge. Und wir sind jetzt, ja, vor einem Krankenhaus, wie es ausschaut. Wir haben auch ein sehr nettes Kindeslachen gehört. Und hier kann man noch was lesen. Ich habe es geschafft. Ich hasse es, eingeschlossen zu sein. Ich weiß zwar nur, dass ich irgendwo in der Nähe des Krankenhauses bin, aber ich habe niemanden gesehen, als ich auf dem Dach des Busses war. Du warst nicht auf dem Dach vom Bus. Sonst habe ich keine Menschenseele gesehen. Also sollte ich auf dem Bus klettern und nachsehen, ob er oder sie noch da sind. Ich bin auch froh, dass der Strom in dieser Stadt noch funktioniert, obwohl es schwer werden wird, das Starkstromkabel zu umgehen. Da hatten wir wieder dieses komische Lachen. Aber erstmal schon, was hier abgeht. Okay. Die Tür müssen wir irgendwie aufkriegen. Wow. Ich war schon in ein oder zwei Wachhäusern und in allen war viel Nützliches zu finden. Als ich noch ein Kind war, habe ich in einer Villa gelebt und wir hatten ein Wachhaus wie dieses ganz in der Nähe. Ich habe es geliebt, dorthin zu gehen und Herrn Leroy bei der Arbeit zuzusehen. Er hat Spielzeug für mich gemacht. Ich habe seine Spielzeuge mehr gemocht als die teuren, die mir mein Vater aus London mitgebracht hat. Es ist eine Schande, dass ich den Kontakt mit dem netten Mann verloren habe, als er nach Amerika gezogen ist. Alter, das ist jetzt teilweise eine Sauklaue für mich, wo ich kaum lesen kann. Okay, die Schere gehen wir schon mit. Hier brauchen wir eine Kurbel. Sonst ist... Bin ab hier hinten. Also brauchen wir irgendeine Angel oder ähnliches, um das hier aufzukriegen. Gut, jetzt haben wir eine Schere. Was ist hier? Ein altes Buch. Oh, da haben wir schon ein Sammelobjekt. Oh! Okay. In großer Weisheit liegt viel Leid. Und wer sein Wissen vermehrt, vermehrt auch seinen Kummer. Er schreibt nur so einen Rotz. Ich sollte alles in meinem Journal aufnotieren. Aufnotieren? Gibt's dieses Wort wirklich? Das könnte mir dabei helfen, herauszufinden, was hier vorgeht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch lange genug bei Verstand bin oder noch lange genug am Leben bin, um herauszufinden, was hier vor sich geht. Unsere Insel ist klein, die Hälfte der Einwohner arbeitet auf dem Meer, die andere Hälfte in den Minen. Ich gehörte zur zweiten Gruppe. Ich wünschte, ich hätte gewusst, dass meine Arbeit Gott verärgern würde. Jemand sollte die Erde aufgraben und sie verändern. Man treibt Schindluder mit seiner Schöpfung. Das weiß ich jetzt. Der Wahnsinn kam aus den Minen. Etliche Leute hatten sich was angesteckt, bevor überhaupt jemand bemerkte, was vor sich ging. Ich sah normale Leute sich in wahnsinnige Monster mit Schaum vor dem Mund verwandeln. Ich hoffe, niemand anderes muss die Sachen sehen, die ich gesehen habe. Es war unvorsichtig von mir, meine Geschichte der Polizei zu erzählen. Ich sah einen Mann, dessen Gesicht mit Schuppen bedeckt war und der anfing, sich wie ein Monster zu benehmen. Ich bin mir sicher, dass es keine Einbildung war. Die Polizei glaubt mir natürlich nicht und man sperrte mich in die Irrenanstalt. Vielleicht war es geht ganz gut, hier eingesperrt zu sein. Sonst wäre ich vielleicht auch zu einem Monster geworden. Ich erinnere mich, wann ich zum ersten Mal bemerkte, dass Leute verschwanden. Keiner außer mir wusste, was vor sich ging. Die Leute dachten, ich werde wahnsinnig und keiner wollte auf mich hören. Auch nicht Dr. Tropes. Der uns auch behandelt, also Angel behandelt. Dr. Tropps ist der Leiter der Psychologie des Krankenhauses. Er mag sehr intelligent aussehen, aber er ist ein Trottel. Ich bin mir sicher, dass diese Krankheit sich weiter ausbreiten wird, wenn Gott will, dass wir alle sterben. Dr. Tropps hält sich wohl für Gott und glaubt, er kann das Leben der Leute kontrollieren. Oh Gott, ein Arzt mit Gotteskomplex. Es ist Es ist ein Sakrileg, dass er direkt neben der Kirche wohnt.
Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der so denkt, warum hätten die Leute wohl sonst sein Haus niedergebrannt? Von meinem Fenster aus habe ich seine Tochter gesehen. Ich liebe Kinder, aber sie spielt mit Teufeln in ihrem Baumhaus. Vielleicht sehe ich Dinge, die ich nicht real sind, die nicht real sind, oder könnte es wahr sein? Ich kann es nicht glauben. Sie ist so ein nettes Mädchen. Alter, hat er viel geschrieben. Obwohl das Personal nicht gerade fähig war, fühlte ich mich hier sicher. Dann änderte sich alles. Dr. Trops heute. Heut, was? Dr. Trops heute Morgen eine vollständige Evakuierung angeordnet. Die ersten beiden Autos sind schon eingetroffen und haben die ersten Patienten zum Strand mitgenommen. Sie warten jetzt auf die Schiffe, die sie abholen. Als nächstes bin ich an der Reihe. Möge Gott uns verschonen, wenn jemand dies liest, muss er die Insel auf schnellstem Weg verlassen, bevor es zu spät ist. Gott bestraft uns alle für unsere Taten. Nur ein Wunder kann uns jetzt noch retten. Alles klar. Schön, dass ich auch die Hupe hier nutzen kann. Was ist hier? Irgendwas brutzelt. Gut. Dann machen wir mal den Strom aus. Und gehe jetzt mal hier lang. Oh, hi. Früher war ich im Turnverein, aber über diesen Abgrund kann ich unmöglich springen. Ich muss die Leiter reparieren, sodass ich ins Baumhaus klettern kann. Der Werkzeugkasten ist ins Wasser gefallen. Señor Castillo dachte, ich wäre es gewesen. Jetzt macht er keine Schlüssel für das Schlüssel für mein Baumhaus. Okay. Ich kann ja nur rund zurück und nach da. Was ich mich frage, haben wir denn überhaupt. Okay, wir haben hier so Notizen. Aber wir haben keine Karte, oder? Mutter im Krankenhaus. Aber nee, eine Karte haben wir nicht. Gut. Hey, warte, wo gehst du hin? Hat sie sich in die Luft aufgelöst? Wie ist so etwas möglich? Sie ist ein Geist oder deine Einbildung. Oh Mann. Da meine Pfeile, da mein Hammer. Den Rest kann ich ja nicht mitnehmen. Und das kann ich ja auch nicht aufmachen. Gibt es eigentlich eine Klickstrafe? Ich glaube, hier gibt es keine. Gut. Was für ein seltsames Schild. Ein Teil davon fehlt. Gut, dann müssen wir erstmal weitersuchen. August 16, 1920. Korrektur. Unsere Redakteure möchten sich in allen Formen bei Señor Torres und seinen Mitbürgern für das fehlerhaften Bericht über Milagros Verschwinden entschuldigen. Wir wurden falsch informiert. Es stellt sich heraus, dass sie nicht verschwunden war, sondern sicher bei ihrem Vater weilte. In Zukunft werden wir unsere Quellen und ihre Informationen gründlich überprüfen, bevor wir sie veröffentlichen. Macht ihr eh nicht. Man weiß es doch jetzt schon, dass in den News und so weiter und in den Nachrichten merkt, dass die Reporter sich hinten und vorne nicht richtig informieren. Also bitte. Also ist das diese Entschuldigung eigentlich heiße Luft nur? Wir haben eine Flasche. Armband. Oh. Flashback. Was? Das ist mein Armreif. Hat Mark sie mir gegeben? Hat Mark ihn mir gegeben? Wer hat den hierher gebracht? Alter, was ist das für eine Deutschrechtschreibung hier? Entschuldigung. Das ist mein Armreif und dieser Mann, sein Name ist Mark. Er ist mein Mann. Er ist derjenige, der mir den Armreif geschenkt hat. Aber wer hat ihn hierher gelegt? Und wo ist Mark? Ich befürchte, dass ihm etwas Furchtbares zugestoßen ist.
Ja, vielleicht. Interessant, ich sollte das Band entfernen und nachsehen, was darin ist. Ja, komm, nimm mal die Schere. Schnipp, schnipp. Schnipp, schnipp. Ordne die Edelsteine so an, dass jede sichtbare Seite des Würfels nur eine Farbe hat. Wenn sie einen Edelstein neben dem Loch befindet, klicke auf ihn, um ihn in das Loch zu bewegen. Ist sehr lochtastisch. Gut, also gelb gibt es schon mal nicht mehr. Ja, mal sehen, ob das so hinhaut. Ich denke mal schon. Das Blinkgeräusch gefällt mir aber irgendwie, muss ich zugeben. Aha, wieder ein Bild. Und eine Kurbel. Ja gut, mehr kann ich hier nicht machen. Das hier, ich denke, dass das Ringwasser ist. Das ist eine Menge Wasser. Ja, mach Sachen. Glaube, mit der Kurbel können wir ja hier was machen, oder? Das war cool. Gut, jetzt kann ich ja eigentlich reingehen, oder? Ja. Hi. Nein, Schusswaffen machen mich nervös. Ja, gut. Dann verteidige dich halt eben mit den bloßen Händen, hast schon recht. Dieses Schloss benötigt einen speziellen Schlüssel. Ich frage mich, was da drin ist. Niemand schließt etwas nur zum Spaß ein. Ich hoffe, dass der Mann, der hier gearbeitet hat, genauso gedacht hat wie ich. Noch ein Puzzle. Ich verstehe, warum manche Leute Puzzle mögen. Es ist eine Herausforderung, sie zu lösen. Ich wäre aufgeregt, wenn mir jemand so etwas geben würde. Du hast gerade eben was gemacht. Da ist noch sowas, noch was hier, hier steht auch noch was. Sehr verehrter Bürgermeister, erlauben Sie mir, Ihnen dieses Geschenk zu überreichen. Ich weiß, dass Sie Rätsel lieben. Mit den besten Grüßen, Umberto Torres. PS, wenn Sie dieses Spieluhr
Bürgen, mein Uhrmacher wäre glücklich, noch eine weitere für Sie anzufertigen. Okay. Dann haben wir das schon mal. Ja, ich würde das jetzt gerade nicht verlassen. Das kannst du knicken. Das sieht aus wie ein Schlüssel. Ja, den müssen wir aber irgendwie rauskriegen. Warte mal. Ja, Ritterratte. Ja, mit den Schlüssel. Was geht hier vor? Hi! Der Geist will mich nicht hereinlassen. Ich muss ihm helfen, Frieden zu finden. Alter, Junge, ja komm. Knüppel auf den Kopf. Ja, ist ja gut. Wie soll ich... Ich gehe einfach mal zurück. Schlüssel. Interessant. Jetzt haben wir auch noch einen Geist von einem Wachmann. Da hier irgendetwas versperrt. Gute Frage. Was war das? Ein Geist? Ich glaube, ich muss mich zwicken. Er scheint wütend zu sein. Was ist ihm zugestoßen? Er sieht so aus, als habe er versucht, sich zu verteidigen. Aber vor was? Ich sollte versuchen, ihn zu erlösen. Er ist ein Vampir, also wird Knoblauch nicht helfen. Eventuell könnte Weihwasser helfen. Oje. Leere Flasche. Lass mir raten, das ist Weihwasser. Das Wasser ist weg. Ich brauche gerade kein Wasser. Ja toll, dann gut. Dann müssen wir halt schauen, wie wir anders weiterkommen hier. Hier müssen wir ja immer noch das hier reparieren. Und wir können zum Baumhaus, das wahrscheinlich abgesperrt ist. Was für ein nettes Baumhaus. So eines hätte ich als Kind auch gerne gehabt, wenn ich nur keine Höhenangst gehabt hätte. Es ist gut, dass ich dieses Phobie lange hinter mir gelassen habe. Sonst könnte ich niemals dort hinaufklettern. Kinder bewahren normalerweise ihre Schätze an solchen Orten. Auch sie wissen eben noch nicht, was manche Sachen wert sind oder auch nicht. Was ist denn das für eine Scheißübersetzung? Entschuldigung, für den Übersetzer und gleich mal für jeden Monat 20 Euro weniger. Sorry, ich habe auch eine Scheißrechtschreibung, aber das ist ja extrem. Was für ein nettes Mädchen, wo ist sie hingegangen? Mädel, sie ist ein Geist. Gott, bist du ein naives kleines Ding, hey. Ich meine, es ist wieder das Typische, wir spielen ein Wimmelbildspiel und der Hauptcharakter ist eine Frau. Und diesmal eine extrem naive Frau, also psychisch gestörte naive Frau. Ja, und was hat uns das jetzt hier gebracht? Außer, dass wir hier noch was suchen müssen, weil drei Teile fehlen. Also hat mir das jetzt eigentlich überhaupt nichts gebracht. Jetzt kann ich auf das Dach des Busses klettern. Okay. Wir zurück zum Bus. Hä? Ach so, ganz zurück, der andere Bus. Aber hier ist auch wieder ein Wimmelbild. Aber ich sehe auch, wir sind schon wieder am Ende einer Folge angelangt, meine lieben Freunde und Zuschauer. Ich hoffe, das Spiel gefällt euch bis jetzt. Es ist sehr gruselig gemacht, auf jeden Fall. Ich finde das auch sehr interessant, wie sich ein Verstand von einem Menschen beeinflussen lässt durch, weiß ich nicht, durch Drogen,
durch Magie, durchs Paranormale. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Bis dahin.